Ich hätte nie gedacht, dass das Problem, wir müssen zwei Wägen kaufen, so kompliziert ist. Meine Fresse, geht dahin, ihr habt doch genug Geld um 15 Wägen. Ja. Habt ihr offensichtlich noch nie auf phrasischen Vasallen gekauft? Was wollt ihr damit sagen? Dass hier alles 7 Stunden dauert. Ist Meine Güte, wieder dafür hat alles sie das wohl dreimal gefallen, durchdacht bis wir sein. angekommen sind. Ja, wenn ihr dort bei Störrebanns auflauft, könnt ihr die erfahren, dass ein Wagen pro Woche 7 Dukaten kostet. Und wenn ihr sie kaputt macht, müsst ihr sie natürlich komplett ersetzen. Gut, der hat recht, das hier sieht hinten und vorne nicht. Also, das kann man so gleich kaufen. Ja, richtig. Naja, Ja, die erstmal, Frage ist doch, was kostet der also. gleiche Wagen, der 7 Dukaten die Woche kostet? Was kostet der denn? Sind das Störrebrander Wagen auch? Also Modellstörrebrander? Das sind Modellstörrebrand, ja. Junge, die können wir uns nicht leisten im Kauf. Also, ne, ihr müsst euch mal überlegen, was kann er denn in einer Woche an Geld verdienen und was könnt ihr Nee, damit an. genau, die Gegenfrage ist doch bei 7 Dukaten die Woche, was bezahlen wir denn für den Vollpreis? Dann können wir ja abschätzen, ob sich das lohnt. Genau, also das wäre dann eben die andere Option. Und wenn du dann eben irgendwie das Zehnfache damit drauf tust, dann kannst du dir eben so einen Wagen auch ganz kaufen. Das sind dann 10 Wochen und nach 10 Wochen kannst du den ganzen Wagen dann auch kaufen. Nee, nach 10 Wochen hast du ja 70 Dukaten bezahlt und das Ding kostet 300 Dukaten, schreibt der Rebe. 300 Dukaten? 300 Ah, Dukaten weißt du kostet der schon. Roboter. Oh Wechseln gut, dann teuer. nehmen wir auch die 300 Dukaten. Genau. Das Ich heißt, du meine, der kannst geht das. dann auch, da kannst du dann auch mal ruhig ein paar Quader an Ware draufhauen. Ja, da brauchen wir doch nur einen. Wir wollen doch nur die Waffen da rein tun und ein bisschen essen. Und die Schmiede. Ja, wir brauchen den neuen. Kommt die Ja, nicht mit einem Wagen? dann einen Wagen für 300 Dukaten. Fertig. Dann machen Ja, wir es so. leiht doch lieber 2 Wagen. Richtig, wenn wir das Ding, wenn wir das Ding, wenn wir 2 Wagen, 10 Wochen leihen, haben wir immer noch weniger bezahlt als für einen gekauften, Aber den die wir in gehen der in Schmiede Schrott. brauchen. Die Die sind Dinger werden nicht. nicht Schrott, wir müssen einfach auf die aufpassen. Ja, wenn der Feind angreift, dann ist es ein Problem, aber ansonsten gehen die ja nicht innerhalb von 10 Wochen durch die Gegend karren kaputt. Das Und ist niemand sogar von ein uns. Vierspanner. Das ist ein Vierspanner. Okay. Ansonsten wäre es ja kein Störrenbrand. Denn Kosten die mehr Störrenbrände im gibt es Leim nur bei einem recht mit Vierspanner? Schiebespielen. Nee, es geht dann noch darum, dass ihr dann eben 4 Ochsen braucht, oder was? Ja, aber Ochsen sind billig. Was kosten die? 20 Dukaten? Ich bin gerade am Suchen, wo zur Hölle die Zugtiere sind. Tiere, ja, müsstest du gleich mal nachgucken. Also macht das, wie ihr wollt, aber klar, wenn die kaputt gehen, müsst ihr sie ganz ersetzen. Ja, ein schwerer Zugochse kostet 40 Dukaten, leichter 25. Wollte gerade Also sagen, 40 oder? Dukaten. Das 20, heißt. genau. 20 mal 4, beziehungsweise 25 mal 4 sind 100. Und die Ochsen können wir hinterher wieder loswerden. Oder schlachten, wenn es drauf ankommt. Das ist ein laufender Proviant im Notfall. Dann sind wir Ja, bei wenn die. 400 Dukaten. Und wenn ihr 2 haben wollt, dann sind es 800 Dukaten. Oder wie Macht müssen das sagen. nicht alles so kompliziert, guckt in den Meisterschirm und dann geht's weiter. Kaufen oder mieten? Ich meine, wir. Kann man Tiere überhaupt mieten? Kann Die man Tiere Nein, musst du Tiere, die kaufen. Tiere nicht, die Tiere musst du kaufen, es geht Ich jetzt nur meine, die um die Tiere kannst du Wagen. halt hinterher auf dem Viehmarkt auch wieder verkaufen, die sind ja nur 3 Monate älter dann. Ja, wenn alles genauso läuft, wie wir es wollen, maximal ein halbes Jahr, genau. Also mieten. Die Wagen mieten und die Wagen Tiere mieten, kaufen. keine Tiere kaufen. Genau. Das heißt, das sind 2 Wagen für, ja, also wie lange wollte sie mieten? Sagen wir mal 4 Wochen, oder? Aber machen wir 6 Wochen für jeden. Gut, Die das. müssen ganz Dapazien evakuieren und die müssen auch noch zurück, ne? Denkt daran. Genau, Sechs mal was passiert, wenn wir die jetzt weniger bezahlen, als wir. Also, wir sagen, wir wählen die für 6 Wochen und dann haben wir das Ganze, das Fangen dauert jetzt 8 Wochen. Was ist denn wohl die Strafzahlung dafür, dass wir 2 Wochen überschreiten? Ja, dann bezahlt ihr halt nochmal 7 Silber oder sowas als Strafzahlung pro Woche. Also dann halt nicht 7, sondern 8 Dukaten. Außerdem hat Störrebrand sicherlich ein Konto in Wehrheim Ich oder wollte wie gerade wegen. sagen, also ihr werdet Störrebrand werdet ihr überall irgendwo finden. Da könnt ihr dann auch nachverhandeln, dann könnt ihr euren Vertrag vorzeigen. Das ist jetzt ja irgendwie. Ihr seid dann halt bei Störrebrand dann, ne? Und nicht bei irgendeinem Hinzkunz. Und wir haben guten Ruf in Festung. Vergesst das Dann nicht. sagen wir erst mal 6 Wochen, sozusagen 6 Wochen Mieten für 2 Wagen. Macht 14 mal 6 und 84 Dukaten plus 40, 100 Dukaten für die Also Ochsen, 6 Wochen mal 7 Dukaten sind 42. Mal 2 für 2 Mal 2 für 2 Wagen. und So, 84. plus 160 Dukaten für 8 Ochsen, sind wir fertig. Und 244 Dukaten. Was? 244, oder? 8 Ochsen sind 200 Dukaten. Genau, 284. Ach, 284, okay.
Also 300 Dukaten könnt ihr euch streichen. 300 Dukaten, dann habt ihr zwei geliehene Wägen, Wagen und 8 Ochsen. Gut. Gut. Damit seid ihr aufbruchbereit. Oben im Wallgraben warten dann, wie gesagt, viele, viele Rüstungen aus Leder und ja, graue Roben, Wappenröcke, die dann einfach einen Rüstungsschutz liefern, viele, viele Äxte und Streitkolben, die ihr dann austeilen könntet. Zudem kann Rafim dann natürlich die 50 Söldner dort finden, die euch dann ebenso begleiten. Und wenn ihr dann in dem Viehmarkt oder an dem Viehmarkt Rücksprache haltet mit den drei Tobria, mit den Brüdern, dann wird der euch dann den starken Hagen bereitstellen, gemeinsam mit den 360 anderen Freiwilligen. Unglaublich grobschlächtige, kampfkräftige Bandenmitglieder, die allesamt das Handwerk verstehen, sie wissen, wie man kämpft. Auch wenn, ja, sie wissen eben, wie man mit Hiebwaffen zuschlägt. So kann man es eigentlich, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Können sich natürlich eben auch mit Infanteriewaffen gut auskennen. Was anderes müsstet ihr nicht in die Hand geben. Und dann könntet ihr die ersten 50 auch mit Lederrüstung schon ausstatten, wenn ihr mögt. Alternativ könntet ihr die natürlich weiter zurückhalten. Die 60 anderen Freiwilligen, die werden dann nichts bekommen. Aktuell wird gar keiner ausgestattet, würde ich sagen. Alles bleibt auf den Wägen. Also die Lederrüstung halten wir auf jeden Fall mal zurück. Ich würde aber jeden mit so einem Gamison ausstatten. Ja, oder wartierter Wasserrock, also was auch immer, wie genau wieder gekriegt haben. 250, genau. Allein schon, damit es die Leute ein bisschen warm hält, weil die werden nicht alle adäquat gekleidet sein. Ich würde vorher. Und gefährlich wird uns ein wartierter Tobria jetzt auch nicht. Ich würde vorher noch wieder Jelaf Ibn Yasafar abholen, besuchen, wie auch immer. Mhm. Ja, den kannst du dann auch mit einpacken, also du kannst ihn dann abholen. Er selber, wie gesagt, auch die anderen Magier möchten dann nach und nach aufbrechen. Das Konvent ist natürlich auch geplant, aber man vermutet, dass man wohl in der Zeit dann wieder zurück ist. Es gibt aber dort natürlich noch ein paar andere Magier, die zurückbleiben, aber auch die Hofmaga möchte demnächst aufbrechen, gemeinsam mit Reichsregentin Ema und den anderen Truppen. Du kannst dann eben auch Jelaf Ibn Yasafar mit bei euch einplanen. Wie reist Jelaf Ibn Yasafar? Wahrscheinlich in einer Kutsche, ich davon aus. In einer guten Reisekutsche? Er ist ein sehr fexischer Magier, der ständig auf der Reise ist. Er wird dann wahrscheinlich mit zu Fuß gehen, also er muss da auch gar kein eigenes Pferd haben, er geht zu Fuß mit seinem Wanderstock. Okay, weil er schon nicht mehr der Jüngste ist. Er ist ein Erzmagier. Nun gut, Situation. Ja, mit dann. Paul Berra möchtet ihr also nicht mehr sprechen? Also ich will ihn mit ihm sprechen, ich will ihm mal ein paar Fragen stellen, aber... Das hat nichts mit dem Auftrag zu tun. Genau. Ich lasse mir vom Hagen mal zwei seiner Jungs zeigen, die sich mit Metall ein bisschen auskennen. Die kriegen den Job, dass sie sich um die Schmiede kümmern. Was sollen die da tun? Erstmal gar nichts. Und notfalls halt Hufeisen aufschlagen. Oder ein paar Nägel, Eisen. Ein paar Nägel zurechtziehen. Ohne Eisen. Oder hier und da eine... Ich möchte auch wohl hoffen, wenn ich hier Feldschmiede organisiert habe, dass ich auch ein bisschen Eisen organisiert habe. Naja, das Zeug kostet irgendwie 2 Silber, den Stein. Da will ich jetzt nicht mit dir falschen. Ja, ist okay, aber also es gibt dann ein paar Hufeisen, aber jetzt nicht für 1000 von Pferde. Ich weiß nicht, was du vorhast. Die haben sowieso alle. Wir haben ja auch nur 8 Pferde. Wollte gerade sagen, also dafür reicht, das ist okay. Richtig, und notfalls halt mal hier und da einen Nagel oder eine neue Speerspitze und dann hat sich das. Ja, okay. Nein, das geht nicht. Ich würde ganz mal mit Jelaf Ibn Yasafar diskret und auf 4 Augen besprechen, was er von dem Brabaker Magier hält. Ob er glaubt, dass er uns wichtige Informationen geben könnte. Paul Berra ist ein provozierender Zeitgenosse. Er ist ein... wie kann man das darstellen, ohne ihn zu beleidigen? Ich sollte eher nicht lügen. Er ist ein vollendeter Nekromant und ein brillanter Heiler. Er hat ein besonderes Gespür für Umgebungsmagie und kennt sich sehr gut mit Echsen aus und weiß, wie man Astralkörper manipuliert.
Allerdings mangelt es ihm an akademischer Bildung und an Feingefühl. Würdet ihr ihm zutrauen, ins Lager der Feinde überzulaufen oder Informationen weiterzugeben an die Feinde? Das ist er bereits. Nein, also nicht einmal die schwarze Seite, also die Seite von dem Dämonenkaiser und dem schwarzen Drachen würde ihn aushalten. Um etwas zu seiner Vergangenheit zu sagen, er ist Visa-Kultist. Er hat an Boron selbst gezweifelt, hat für kurze Zeit der Herrin der heulenden Finsternis gedient und hat auch ihr dann abgeschworen, seitdem hasst und verfluchte Götter und Erzdämonen gleichermaßen. Er hat kein bisschen was für Borbaradianer übrig. Allerdings ist er auch ein guter Freund von dem ehemaligen Hofmagier Galotta. Er verehrt ihn oder verehrte ihn. Nach seiner Zeit am Hofe ist Galotta geflohen und hielt sich sehr lange in den Brabaka-Sümpfen auf. Dort rettete ihm Polberra mehrfach das Leben. Sie kennen sich also gut. Sie waren Freunde. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt würde Polberra ihn eher traurig bemitleiden, dass er seine Seele so sehr an den Widersacher von Praios verkauft hat. Ihr kannte Galotta persönlich? Ja, sie haben viele lange Jahre an der gleichen Akademie gelehrt und gelernt. Das könnte uns interessante und wertvolle Informationen und Einblicke in die Gedankenwelt des Dämonenkaisers geben. Und ihn doch nicht so. Wisst ihr, wo ich diesen Pulberer finden kann? Da er nicht an der Schwert und Stab und nicht an der magischen Rüstung geduldet wird, und ich glaube auch, dass das Selander ihn nicht haben würde, wenn er dort nachfragen würde, vermutlich bei den anderen Schwarzmagiern im Süden von hier. Ihr meint beim freien Zirkel der Wissenschaften? Korrekt. Und dann. Ich danke euch für eure Informationen. Wir sehen uns auf der Straße. Ja, wenn es jetzt losgeht, dann mache ich mich doch gleich auf. Ja, ich habe etwas zu tun, aber ich komme gleich nach. Ich dauere etwa eine Stunde, vermute ich. Wenn ihr das Gespräch mit ihm sucht, dann lasst euch nicht dazu verleiten, ihn anzugreifen. Er wird euch provozieren und das wird sehr anstrengend. Ich halte es mit ihm in einem Raum nicht länger als 10 Minuten aus. Ach übrigens, vielleicht solltet ihr diese Unterhaltung und meine Absichten mit Polberra vielleicht nicht unbedingt kundtun. Manche Leute könnten es falsch verstehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir ziehen doch mit dem Brandstrahler Greifenmund umher, oder? Genau diesen und anderen. Ich vermute, dass Polberra, wenn er euch hassen lernt, es ihm selber verraten würde und auch worüber ihr geredet habt. Ihr solltet Polberra also nicht verärgern. Das hatte ich nicht vor. Aber wie gesagt, ich wäre froh, wenn dieses Gespräch unter uns bleiben könnte. Ach, mein guter Freund, ich habe es mit Tesinde ebenso wie mit Vex. Klopft er dir gönnerisch, spielerisch auf die Schultern und geht dann ab. Nimmt sich noch einen Tee mit für die Reise. Also ganz gemütlicher Herzmagier. Ja, ich würde dann aus dem Haus und dann auf mein Pferd und Richtung freien Zirkel der Wissenschaften reiten. Mhm. Ja, da kannst du dich dann durchfragen zu ihm und kannst dann in den Keller gewölben. Siehst da dann wohl den einen oder anderen, ja, einen Leichenhalle möchte man so meinen. Wenn das sowohl Isarun als auch Jalan gesehen hätte, dann... Du wirst, wie gesagt, durch viele verschiedene Gänge geführt, nachdem du dich da vorgestellt hast. Kannst dann natürlich auch über deine Reputation in aller Anfang sprechen und dass du eben auch kein Mitglied mehr der Weißen Gilde bist. Das wird man sich natürlich vorher von dir versichern lassen. Kannst du dann also dann durch verschiedene Leichenkatakomben gelangen und gehen und siehst dann, wie Polberra in einem der Räume vor einem Obduktionstisch steht, vor einer Leiche. Die Person neben ihm ist ein gigantischer Leibwächter.
bist dir auch nicht ganz sicher, ob es ein Mensch ist. Er wirkt zumindest sehr starr und schaut dich an. Ich würde in 5 Schritt Entfernung stehen bleiben und mich räuspern. Ja, es stinkt unglaublich widerlich nach Rauschmitteln. Also so, dass es wirklich in deinen Augen tränt. Und er dreht sich dann in deine Richtung. Es riecht auch sehr muffig. Nicht nur nach Rauschkräutern, sondern eben auch sumpfig, verdorben. Also hier strahlt die schwarze Gilde eben mit all seiner Pracht. Eine klapprige Gestalt, möchtest du fast meinen, unter dem Vorhang, unter dem Umhang. Kann er dann da den Umhang einmal zur Seite streifen. Und siehst dann eben in das Antlitz von Paul Berra. Magister Paul Berra, wenn ich mich nicht irre. Ja, Meister Nekromantos. Nun, ja, Und ihr seid der gute Freund Morenes, ja? So könnte man es sagen, ja. Ich habe gedacht, dass ihr mich eingeladen hättet. Nun ja, ich wollte, aber nun ja, ihr versteht sicherlich die Umstände. Habt ihr euch also nicht durchgesetzt? Manchmal muss man auf die Umstände Rücksicht nehmen. Ich habe so viel Gutes im Vorfeld von euch gehört und dass ihr euch dann nicht durchsetzen könnt gegen ein Pfeil, gegen die Praios-Pfaffen, das wundert mich doch, dass ein Mann von eurem Format sich da unterdrücken lässt. Nun ja, manchmal muss man eben Ratten essen, um gewisse Dinge durchzusetzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so, aber was führt euch denn in meine Katakomben, die ich hier bezogen habe? Er macht spielerisch einen Schnitt mit seinem Skalpell und du überlegst kurz, ist das ganz so bohrengefällig jetzt hier an einer Leiche zu obduzieren? Ein Nandusgeweihter würde das vielleicht auch in einem Keller tun. Die meisten, du bist ja gar nicht ganz sicher, woher die meisten anatomischen Kenntnisse stammen. Vermutlich vom Kriegsfeld, von irgendwelchen Heidern. Ob das jetzt hier in der Metropole von Gareth so erlaubt ist? Vielleicht könnten wir uns ein wenig in eurem Büro unterhalten. Das ist mein Büro. Verschwendet meine Zeit nicht. Ja, es ist etwas diesig hier. Euer Gefährte, ich deute mal auf diesen gigantische Gestalt, die da Marcello neben steht. Ist vertrauenswürdig. Verstehe. Nun gut, ich wollte über Galotta reden. Ihr habt... Gaius? Doch. Nennt ihn noch Gaius. Dann nennen wir ihn Gaius. Er hat einen Vornamen wie ihr, Abelmir. Also gut, duzen wir uns. Gewiss. Was möchtest du von Gaius wissen? Was bewegt ihn? Was sind seine Schwächen? Was würdet ihr sagen, sind seine größten Tugenden und seinen größten... Rache. Untugenden. Ihn bewegt die Rache. Nun, Abelmir, mein Freund, was würdet ihr sagen, wenn ich der Kaiser bin? Ich bin jetzt der Kaiser und ich fordere euch jetzt auf, hier und jetzt, was könnt ihr denn nicht? Ein Dämon beschwören. Könnt ihr Dämonen beschwören? Nun, ich bin Kannst du Dämonen beschwören? In dieser Kunst nicht bewandert. Gut, dann ist das perfekt. Jetzt und hier. Unter Strafe. Wenn du es nicht tust, werde ich dich verbrennen. Na los, du siehst, wie Paul Berra wohl in seiner Schürze sucht und dir dann ein bisschen Kreide herüberwirft. Tu es. Ich werde keine Dämonen beschwören. Ich werde euch verbrennen, wenn du es jetzt nicht tust. Dann möge dies geschehen. Das unterscheidet den standhaften und bewussten Mann von einer Ratte. Marcello, versperre den Ausgang. Ja, du siehst, wie dieser riesige Leibwächter sich in aller Zeit, die er hat, vor den Ausgang stellt und dieser versperrt ist. Ich kann und werde keinen Dämon beschwören. Ich kenne die These nicht und ich werde garantiert nicht eine dunkle Macht anrufen, um mir dies zu gestatten. Also gut, das unterscheidet dich von jemandem wie Gaius.
Gaio stand damals vor genau derselben Entscheidung, und zwar nicht hier in irgendeinem dreckigen, tropfenden Verlies, sondern direkt im Palast von, wer war es damals? Irgendein Kaiser. Ich glaube Reto, Rin, egal. Was, Tal? Interessiert mich nicht. Also, er stand in diesem Thronsaal und sollte hier und jetzt, nachdem der Kaiser sich wohl das ein oder andere genehmigt hatte, und damit spreche ich von Alkoholiker und von verbotenen Drogen, dabei greift er nochmal in die Tasche und zieht ein paar schwarze Kügelchen raus, die wohl ein bisschen trocken aussehen, matt glänzen, und reicht dir zwei, drei, kommt dann so ein bisschen auf dich zu, seine Hand ist natürlich blutig verschmiert und bietet dir dann diese drei Kügelchen an. Nein, danke. Ich bevorzuge einen klaren Geist walten. Ja, also unter diesen Gesichtspunkten sollte Gaius vor dem Kaiser Dämonen beschwören, obwohl er es ebenso wenig kann wie du. Er legte dann einmal seine blutig verschmierte Hand auf die Schulter und wischt dabei einmal rüber. Ich weiche ihn so ein bisschen aus. Er hatte selbstverständlich es nicht geschafft. Ich musste ihm sehr viel später in Brabak dann beibringen, wie man einen Herrstott zu beschwören weiß. Er sollte also auf Ruf von Nahema einen Zant beschwören, und dies misslang selbstverständlich, vor allem da ihm Nahema selbst das Heptagramm verwischte. Er wurde zum Tode verurteilt und wurde dann von seinem guten Freund Helme aus dem Gefängnis befreit. Ist diese Geschichte, wie es zu seiner Verbannung kam, allgemein bekannt? Ich glaube, sie wird totgeschwiegen. Dann kam es zu den 1000 Ogern, und er wurde erneut von den Kaisern verbannt. Und wir haben ihn dann in Brabak aufgenommen. Ein mächtiger Dämon hat sich dann in seinem Leib manifestiert. Wir haben ihn herausgezogen und dann ein paar viele Jahre mit ihm verbracht in den Sümpfen. Ich habe ihm beigebracht, wie man Dämonen beschwört, und ihm viel beigebracht. Aber er war von Rache und von Hass zerfressen, was ich ihm gar nicht so sehr verdenken kann. Nun ja, so ist aber Rache nicht ein Zeichen für einen schwachen Geist? Selbstverständlich, man sollte... Deswegen hat er wahrscheinlich auch seinen Pakt mit Blackerats und dergleichen angetreten. Es zeugt nur von einem sehr schwachen Geist, wenn man mit Wesenheiten wie Göttern oder Dämonen sich verbrüdert. Ich habe meine Schwäche abgelegt, nachdem ich mit Tagunitot paktierte. Schaut dich dabei lauernd an, wenn er die Namen ausspricht. Ja, ich verziehe so ein bisschen Gesicht, probiere die Gesichtsmuskeln zu... Der Mann ist einfach nur widerlich. Er stinkt, er riecht nach Blut, nach Tod. Er redet hier von götterlästerlichsten Dingen, die du dir vorstellen kannst, und er ist einfach nur widerwärtig. Ja, ich probiere mit meiner Gesichtsmuskel einigermaßen unter Kontrolle zu halten, was wahrscheinlich überhaupt nicht gelingt, aber... Vielleicht. Sein Geist ist schwach, Abelmir. Genau das ist das, was ich eben sagte. Solange er unter der Knute von Blackerat steht, könnte es... Hör auf, wenn ich dich unterbreche, dann sei still. Er spuckt da mal aus, und dann trifft er wohl auch irgendwo da dein Gürtel. Klebt jetzt also so ein richtig schöner grüner Rotz an deiner Robe, ist total ekelhaft, und da ist wohl nicht nur irgendwie Speichel drin, sondern auch Rauschkraut. Also, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Du bringst mich immer auseinander, Abelmir. Ich sollte noch einmal mit den anderen Fahnen sprechen. Ganotta ist schwach, und zwar geistig. Er mag ein perfekter Magier sein, der viel gelernt hat an der Seite eines Halbgottes. Aber sein Körper ist stark. Solange Blackerats sich seiner bemächtigt hat, ist sein Körper stark. Nutzt doch eher seinen Geist aus. Sprecht mit ihm. Redet mit ihm. Ich warte, dass er fertig ist, oder dass als Anzeichen erkennbar ist, dass er fertig ist? Ja, er sieht so aus, als ob er fertig wäre. Nun, denkt ihr... Die Mächte haben einen miesen Humor. Denkt ihr... Hört auf zu winseln. Könnte ihn retten?
So wie ihr euch selbst gerettet habt aus den Krallen der... Der Verschlinger wird seine Seele fressen. Ihr seht keine Chance, ihn zu befreien. Ich? Wer bin ich, dass ich Gaius befreie? Ich habe ihn bereits einmal befreit. Jetzt ist er dran, mich zu befreien. Nun, allerdings brauche ich keine Hilfe mehr. Dass er sich selbst befreit. An diese Möglichkeit habt ihr schon gedacht? Er sich selbst befreit. Du meinst, dass er seinen Pakt loslöst? Genau dies. Ich glaube, dann würde er von Blackerath selbst erschlagen werden. Möglich? Ich habe es damals auch geschafft. Tagunitot wollte mir meine Seele entreißen und ich habe den Geier totgeschlagen. Meint ihr das übertragen oder wortwörtlich? Das überlasse ich dir selbst. Nun gut, dann hätte ich noch eine zweite Frage. Wie ihr sicherlich wisst, sind... Wir waren doch schon beim Du. Wie du sicherlich weißt... Du musst mich nicht jetzen. Wir sind gute Freunde. Ich verziehe so ein bisschen das Gesicht. Wie du sicherlich weißt, ist der schwarze Drache auf dem Weg nach Weheim. Rassasor ist genauso ein kleines Hündchen an der Kette. Immerhin hat er noch das Halsband. Solange er das Halsband trägt und den Splitter, ist er nicht mehr als eine bloße Marionette. Gibt es offensichtliche Schwächen der untoten Horden? Wenn man einzelne Nekromanten erschlägt, stirbt dann auch... Niemand sollte einen Nekromanten erschlagen. Nur weil jemand Körper erhebt oder Geister beschwört, um ihnen eine Bitte abzuverlangen. Nekromantie ist der Weg zur Wahrheit. Nun ja, aber wenn... Die Lügen der Mächte, Wege aus der freiwilligen Knechtschaft. Einen Moment, ich kann euch meinen... ich habe einen sehr guten Vortrag ausgearbeitet, ich kann ihn euch mitgeben. Einen Moment. Er geht einmal wieder zurück zu der Leiche und wühlt da wohl in sowas wie einer großen Reisetasche umher und gibt dir dann ein blutig verschmiertes Buch. Das ist wahrscheinlich in Menschenhaut eingebunden. Die Lüge der Mächte. Ein sehr ketzerisches Werk. Ja. Mhm. Ja, ich nehme es erstmal an sich mit spitzen Fingern. Nun, aber wie ihr sicherlich wisst, wir müssen diesen Feind aufhalten, weil... Wenn Weheim fällt, fällt das Mittelreich. Und ja, alles Gute und alles Richtige fällt. Ja, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nur hier, um Ingarit etwas zu provozieren. Könnt ihr mir zumindest Auskunft geben, wie man... Kannst du mir wenigstens Auskunft geben? Kannst du mir Auskunft geben, wie man diese Untoten am besten bekämpft? Mit Licht. Feuer. Es gibt natürlich auch einige Untote, einige erhobene Körper, die dann zu Brandleichen werden, aber ja, das Licht von Praios würde natürlich helfen, sie zu verbrennen. Sorgt dafür, dass die Sonne scheint, wenn ihr gegen sie kämpft. Gut, das ist ja nun allgemein bekannte Information. Vielleicht habt ihr etwas, was nicht so landläufig bekannt ist. Na, ihr könntet sie natürlich auch einfach entschwören, einen nach dem anderen. Das würde funktionieren, dauert aber wahrscheinlich zu lange. Habt ihr im Kampf gegen, nun sagen wir, nicht gewollte Untote vielleicht einige Kniffs erlernt? Ich bin wie gesagt kein Pfaffe von Boron, aber sein Stab wäre doch ganz nützlich, den müsste man sich natürlich organisieren.